Sollen sowas einfach mal Prinzessin vorenthalten? Ich glaube, es geht los, oder was, Junge? Haben wir auch Welt 3 enträtselt. Ein Junge, der Wein trinkt. Mann. Rothaariger. Man weiß es nicht. Oh. Können sogar zwei Welten gleich spielen. Welt 4 und... Welt 5? Oder Welt 1? Wir haben ja mit Welt 2 begonnen. Welt 5, okay. Was mit Welt 1 ist, weiß anscheinend keiner. Welt 4. Zeit und Ort. Als er seine Eltern zu einem Festessen besuchte, fühlte sich Tim in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. In eine Zeit, als er noch unter ihrem Dach lebte und darunter litt, nach ihren seltsamen Werten leben zu müssen, die für ihn bedeutungslos waren. Damals konnten schon ein paar Soßenflecken auf der Tischdecke einen Streit auslösen. Tim flüchtete und spazierte in der kühlen Luft zur Universität, die er nach dem Auszug aus seinem Elternhaus besucht hatte. Je weiter er sich entfernte, umso mehr verblassten auch die verstörenden Kindheitserinnerungen. Stattdessen überfiel ihn wieder die Unsicherheit, die er an der Universität gespürt hatte, die Angst, sich vor den anderen zu blamieren. Tim fühlte sich erst erleichtert, als der Besuch vorbei und er wieder zu Hause in der Gegenwart war. Was für ein Unterschied! Jetzt sah er, wie sehr er sich seit damals weiterentwickelt hatte. Diese Entwicklung bringt ihn jeden Tag weiter auf der Suche nach der Prinzessin. Wenn sie existiert, sie muss, wird sie ihn und alle anderen verändern. Auf dieser Reise spürte er, dass jeder Ort Gefühle hochbrachte und jedes Gefühl eine Erinnerung, eine Zeit und einen Ort. Warum konnte er die Prinzessin nicht hier und jetzt finden? Einfach, indem er von Ort zu Ort ging und seine Gefühle zu sich sprechen ließ. Eine Spur aus Gefühlen, aus Ehrfurcht und Inspiration sollte ihn zu diesem Schloss führen, in die Zukunft. Ihre Umarmung, ihr Duft erfüllen... Entschuldigung. Ihre Umarmung, ihr Duft erfüllen ihn und schaffen einen so intensiven Augenblick, dass er sich in der Vergangenheit daran erinnern kann. Am nächsten Morgen ging Tim sofort hinaus, um sich dem zu stellen, was der neue Tag bringen würde. Er fühlte so etwas wie Zuversicht. Bevor ich da reingehe, ich trinke mal kurz einen Schluck. Moment. Oh, meine Kniescheibe. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber leck mich am Arsch, ey. Jede Bewegung schmerzt, ey. Ich bin so ein Held. So. Zeit und Ort, los geht es. Die Grube. Was? Okay, also wenn ich mich nicht bewege, bleibt die Zeit stehen. Nach rechts läuft sie vorwärts, man hört sie an der Musik. Wenn ich nach links gehe, wird sie zurückgespult. Okay. Das mit der Musik zwar sehr verstörend, aber gut. Springer. Hoppla, das wollte ich nicht so jetzt. Da, 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 da. Scratch. Da, 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 da. Okay, Entschuldigung. So, jetzt mal ein bisschen real keep mir. Wir gehen hier erstmal hoch. So, dankeschön. Jetzt sind wir hier oben. Und haben das Puzzleteil. Warte, wenn wir jetzt nach links gehen... Moment mal, wenn wir jetzt nach links gehen, haben wir das Puzzleteil nicht mehr. Ach, wie mies ist das denn? Wie mies ist das denn? Okay, wir haben ein Puzzleteil. Soweit ich weiß... Ach, fick dich, Pflanze. So, warte mal. Soweit ich weiß, ist, wenn man durch die Tür geht, wird der Fortschritt gespeichert praktisch. Außer Reichweite machen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber ich will mal das Puzzleteil gesaved haben, immerhin. So. Okay, so. Autsch. So. Und Hammers.
So, wie komme ich jetzt an den... Ah, Mann! An den... Schlüssel. An den Schlüssel komme ich so. Wenn ich jetzt hier aufmachen würde, dann würde die Zeit rückwärts gehen und sich das Tor wieder schließen praktisch. Also ich muss von links ran. Auch eine Sache, die ich mir gemerkt habe, die, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ganz logisch ist. Wenn ich nach links gehe, läuft die Zeit rückwärts und das Tor schließt sich wieder. Super. Autsch. Schließt sich wieder, aber beim ersten Mal, du kommst da nicht drauf. Wenn ich es nicht schon kennen würde, würde ich auch jetzt denken, ich habe doch geöffnet, warum ist das Tor wieder zu? Das ist ja ein Witz, ey. Warum hat der meinen Schlüssel? Was geht mit dem ab, Junge? Der hat meinen Schlüssel. Ja, so ein Wichser. Ja, so ein Wichser. Ja, so ein Wichser. Gib mir einen Schlüssel wieder. Wow. Ah, sowas Dreistes, ey. Hab ich noch nie gesehen, Junge. So, Schlüssel. Genau, wenn wir jetzt nach links gehen. Also beim anderen Ding, nach links und Tor wieder zu. Wah, you lose. Sorry. Na, komm. Sorry, you lose. Loni, du hast es nicht drauf. Außer Reichweite. Neues Wiegenlied, neue Stage. Neues Glück. So, wenn wir das machen. Nein, Moment mal. Da komme ich nicht drumrum. Restart, so. Ich wende das Puzzleteil. Jetzt gehe ich hier lang. Das kann ich vergessen. So, warte mal. Der wird den Schlüssel mitnehmen, aber das will ich noch gar nicht. So weit bin ich noch nicht. Dieses Puzzleteil hier macht mir noch Sorgen. Halt! Ja, warte mal. Haha! Ich habe den getötet, bevor ich den Schalter umlegen konnte. Glaube ich, und jetzt komm ich hier durch oder so. Ich blick selber noch nicht so ganz, aber... Freaky fresh, Entschuldigung. So, warte mal. Backwards. Puzzleteil haben wir. Ach, komm schon. Ich muss dich am Leben lassen. Dich am Leben lassen. So. Aber ich komme hier nicht weiter. Ich muss nach rechts laufen, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Warte mal. Backwards. So. Zurück. Komme ich hier irgendwie hoch? Wenn ich auf dich springen könnte, auf dich alten, ne? Das wäre geil. Warte, wir safen erstmal das Puzzleteil. Erstmal safen und dann schauen wir weiter. So. Warte, hatte ich hier alle? Ja, ich hatte hier alle. So, warte mal. Nein. Die muss ich aktivieren, sonst komme ich hier nicht hoch. Dann gehe ich hier lang. Jetzt sollte ich da irgendwie hochkommen. Ach, das gibt's ja nicht. Ich muss doch genug Höhe kriegen hier. Das kannst du ja niemandem anbieten, so. Halt.
Halt. Na Mann. Was für ein Gefuchtel, ey. Ah, das gibt's doch nicht. Ist ja ein schlechter Scherz. Kann ich vorspulen? Nein, kann ich nicht. Okay. Komm. Ich muss doch... Das geht doch sonst nicht. Ich muss vor den Ort des Geschehens zurück. Soweit noch alles klar. Jetzt komme ich hier rüber. Jetzt komme ich hier rüber. Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du willst mich verarschen, ja. Jetzt komme ich hier rüber, danke. Warte mal, was ist denn da oben? Da will ich hin, okay. Komme ich da rüber? Wenn ich da rüber komme, habe ich gewonnen. Nein! Der Sprung geht. Der muss gehen. Nein! Ah, komm. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Wenn ich da rüberkomme, könnte es was werden. What? I say what, you say why. Nee, keine Ahnung. Es ist so zum Kotzen gerade. Das gibt's ja nicht. Komm, hier nach drüben. Da komme ich nicht durch, komm. Kriech doch. Dann halt nicht. Aber das muss doch so ein Pixelsprung werden, das gibt's ja gar nicht. Na, komm, komm. Okay, die haben es schon so gemacht, dass ich da nicht rüber kann. Letzter Versuch. Ja. Jetzt musst du ja auch sitzen, oder was? Jetzt musst du ja auch sitzen, okay. Ich fass es nicht. Das kann noch nie im Leben so knapp gedacht sein. Das kannst du mir nicht erzählen, Junge. Jetzt gehe ich nach da vorne, hol mir meinen Schlüssel wieder. Und du kannst mich mal. Bam, Bitch. Danke. Darf ich den ganzen Weg zwar nochmal gehen, aber egal. Auf die Musik kommt auch keiner klar. Hoppla. So, Sprung. Halt. Treffen und zurück. Danke. Es ist doch alles nicht so schwer, Loni. Schau mal, das geht doch. Sogar du hast es auf Kette. Wahnsinn. Puzzleteil 2. Hoppla. So. Man darf Shift und Leertasten nicht verwechseln. Mir passiert das gerade die ganze Zeit. Das ist schlimm. Und tschüss. Jagd. Okay, warte mal. Es ist wieder... Genau. Wir müssen die jetzt... Wollen wir es testen? Na komm. Wenn ich jetzt da hochgehen würde und dann weiter nach links. Genau. Ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge töten. Von links nach rechts. Jetzt links oben. Dann der links in der Mitte. Dann der. Wow, das wird schwer. Okay. Ich gebe mir mein Bestes. Du meinst, diese Musik die gleiche ist auch mal was. Think positive. So, der da oben ist number one. Das war kein Problem. Du lebst wieder, aber es ist, wie gesagt, kein Problem. So. 1. Jetzt kommst du, Freund, da unten. Hoppla. Komm ich da rüber? Ich komm da rüber, genau. Jetzt bist du dran. Number 2, Junge. Ach, scheiße. Der lebt ja danach wieder. Ach,
ficken, Entschuldigung. Hab ich nicht gesagt, aber... Keep it real, Junge. Ich darf den kurzen... Ich muss hier lang. Ich darf nicht hinter seinen Todesort praktisch zurückgehen. Oh, wie mies ist das denn, Alter? Wie mies ist das denn, Junge? Ach, komm. Wurfgeschosse fliegen von unten ins Bild. Whee! 3 4 4, nein. Das hilft also alles nix. Das bringt mir auch nichts. Wie komme ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ich brauche irgendwie mehr Höhe. Ich muss da von links drauf springen, so ungefähr. Genau so, genau so. Es hätte fast gereicht. Fuck, fuck. Das Prinzip war aber klar. Ich springe auf ihn, er stirbt noch nicht und ich... wenn ich auf mehr Gegner hintereinander springe, kriege ich mehr... Ah, Sprunghöhe. Wie mache ich das? Yes! Yes! Jetzt du noch, jetzt du noch. Nein. Du, genau, du Tor bleibst offen, dankeschön. Du Tor bleibst offen, ich liebe dich. Puzzleteil. Oh, was ein hartes Stück Arbeit. Ja, leck mich an der Sackfalte.